Mir wurde schon oft gesagt, ich sollte mal etwas aus der Elements of Isla-Serie probieren. Jetzt nicht von Leuten, die was verkaufen wollen, sondern von euch. Whisky-Nerds, so wie ich. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt hier einen Lagavulin und einen Lafroig stehen habe. Was will man mehr als Isla-Fan? Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ja, stimmt, ich hatte schon einen aus der Elements of Isla Serie. Exklusiv für Deutschland, Pete & Sherry, Batch Nummer 2 oder so. Hat mir jetzt nicht zugesagt, Brennerei war auch nicht bekannt. Ich meine, deswegen hat er mir jetzt nicht zugesagt, sondern, ja, wie der Name schon sagt, ich bin selbst ein bisschen schuld. Er hatte einfach Rauch und Sherry und von Isla blieb nicht viel übrig, sagen wir es mal so. Aber darüber möchte ich jetzt gar nicht lange herziehen, sondern ihr habt mir unter diesem Video oft geschrieben, nimm was aus der normalen Serie, die Dinger sind klasse. Und ja, ich bin eurer Empfehlung nachgegangen. Jetzt sind zwei neue Abfüllungen gerade erschienen, eben ein Lager Wullin. Und die kriegt man ja jetzt echt nicht so oft. Und ja, zum Lafroig kommen wir später. Der läuft hier unter LP12. Jetzt bin ich ja beim Lafroig. Unter LG13. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das 13 das Alter ist, aber obwohl so dürfte er sich, glaube ich, gar nicht nennen. Ich glaube, das ist die 13. Auflage eines Lagavulins in dieser Serie. Aber verbessert mich unten drunter. Denn er dürfte sich nicht 13-jährig schimpfen. Dazu komme ich jetzt. 2007, 2021, also 13 Jahre wären realistisch. Allerdings habe ich bei Getränkeweiser, da habe ich die Pullen jetzt gar nicht her, aber da lese ich immer gerne so die Meinung. Der die schreibt, ist, finde ich, immer, ja, passt irgendwie zu mir. Also muss ich sagen, gefällt mir. Und er hatte irgendwo die Info her, das weiß ich jetzt nicht woher, ich habe sie selber nicht im Internet gefunden, dass der Lagavulin ein Wetting ist aus 4 Barrels, 2 Barrels 2007, 2021, 14 Jahre wurde auch angegeben und 2 weitere Barrels 2007 gebrannt, 8 Jahre gelagert im Barrel, dann in Glas gelagert. Was das auch immer heißen mag. Ich kenne ja auch Edelstahltanks, aber der hat wohl nur die Hälfte der Zeit, sagen wir es mal so ganz grob, ein bisschen mehr gereift. Ich fände es ja schön, wenn man draufschreibt, warum man das jetzt so zusammenmischt. Eine Idee habe ich ja, einmal ein bisschen Alter reinbringen, aber auf der anderen Seite trotzdem einen intensiven Rauch. Und das könnte natürlich eine coole Kombination sein. Flasche kostet mal so eben 100 Euro. 99,50. Und das in den Shops, die günstig sind. Also ich habe schon ein paar gesehen, da geht es dann auch über 100 Euro. Halber Liter. Wenn ich das umrechne, bin ich dann bei 139 Euro. Ja gut, ein Lagavulin Fassstärke 12 Jahre kostet mittlerweile auch um den Dreh? Ich glaube. Okay, trotzdem finde ich es ein bisschen arg happig. Der Lafroig. Kommen wir zu ihm. 6 Jahre, 2 Refill Hogsheads und 2 Sherry Hogsheads. Finde ich, ist auch eine interessante Mischung. Tolles Wetting vom Papier her, ne, von der Papierform. 65 Euro. Also ihr merkt, wir sind irgendwie pro Jahr, ja gut, der Lagavulin ist ja so ein Mischmasch, aber grob gesagt, pro Jahr bei 10 Euro muss man da zahlen. Diese 65 Euro umgerechnet auf die 07er Flasche wären 91 Euro. Lafroig sieht man ja noch häufiger mal bei Unabhängigen, dann oft unter der Bezeichnung Williamson, ne? So nehme ich das auf jeden Fall wahr. Okay, das dazu. Legen wir los. Ich glaube, ich nehme erstmal eine Nase vom Lagavulin. So, das ist mein zweites Video von meinem zweiten Drehtag hier im Studio. Deshalb, ne, wenn noch nicht alles ganz rund läuft oder die Beleuchtung nicht ganz stimmt, seid nicht zu hart mit mir.
Ach so, Alkoholgehalt. Es riecht nach Eiler in diesem Raum. Alkoholgehalt. Der Lagerwullen. 54,1. Und der Laphroaig ist ähnlich. Deshalb fand ich die nämlich zum Probieren auch ganz interessant. 54,7. So, machen wir weiter. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Vom Rauch finde ich das immer interessant bei Lagerwullen. Ich mag die ja. Letztens erst in ein paar Videos gehabt. Die 12er Fassstärke finde ich wirklich ein super Eiler-Statement. Sagen wir es so. Der 8-Jährige, wenn man nicht ganz so viel ausgeben will, gute Alternative. Und hier habe ich einen ähnlichen Rauch, der mich daran erinnert. Der ist so leicht... Leicht eben nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern so eine Mischung aus, also Lagerfeuerrauch, aber er wird nicht grillmäßig, kein Barbecue, kein Räuchern von irgendwelchen Schinken oder so, sondern dann eher was Quarziges. Ja, kenne ich eben vom Bowmore, ne? Aber hier habe ich jetzt gerade die Assoziation. Und ich finde ihn relativ stark, den Rauch. Vielleicht durch diese Mischung mit diesen nur halb so alten Fässern. Zitrusnote. Und der Alkohol ist ganz gut am Gas geben. Und ich hatte da eben was. Ja, es ist eben irgendwie wie wenn man so einen Vanillepudding am Strand, am Meer isst. Crème brûlée hört sich immer schöner an, ne? Ich glaube, den müssen wir gleich ein bisschen verdünnen. Ich nehme ihn mal. Jetzt bin ich gerade so bei Aschenbecher, Lagerfeuer. Diese mineralische Note, eben habe ich Quarz gesagt, diese mineralische Note verbindet sich mit dieser Zitrusnote, die so ein bisschen einem vorkommt wie so ein Zitrusbäumchen im Auto, aber nicht negativ. Das ist ja doch manchmal so ein bisschen arg künstlich, ja, vielleicht falsch erklärt. Jetzt habe ich schon wieder den Rauch. Süffig beim Abgang, cremig, vanillig, Crème brûlée war eigentlich eine schöne Bezeichnung, die ich eben schon kurz in der Nase hatte. Intensiv stark. Ich wollte, glaube ich, eigentlich den Laphroaig vorher nochmal riechen, aber das ist egal. Der wird sehr wahrscheinlich noch ein wilderer Hund sein. Deshalb bin ich da beim Lagerwullen jetzt so ganz gut aufgehoben. Ja, kann man so trinken. In der Nase finde ich, dass er etwas... Entschuldigung, ich muss mir mal ein bisschen einmal aufsetzen. In der Nase könnte er stärker sein, aber im Mund tolle Performance, sagen wir es mal so. Ich kriege mehr. So leichte Gischt. Aber immer mit so einer mineralischen Lagerfeuer-Rauchnote. Als ob man da die Steine geholt hat aus der Brandung und diese trocknen jetzt im Feuer. Mein Gott. Ich könnte bei Artback anfangen und diese Beschreibung für die machen. Das wäre was. Das hatten sie noch nicht. Feuer am Steinstrand mit feuchten Steinen aus der Brandung und man kriegt die Gischt mit dem Rauch in die Nase.
Wenn ihr danach suchen solltet, erschlagt mich nicht, wenn ihr es nicht findet. Ja, das, was man sich von einem Lagerbullen vorstellt. Also, ich habe jetzt keine 12er Fassstärke hier. Ich wollte sie mir nicht nochmal rausholen, weil es mir heute um die Serie hier geht, dass ich gleich noch einen Lafroig probieren kann. Wäre spannend, gebe ich zu. Kommt mir hier. Also, er muss einer 12-jährigen Lagerbullen Fassstärke in nichts nachstehen, finde ich gerade. Ich finde den wirklich, den Abgang sehr süffig. Am Anfang ist er ein bisschen natürlich stark und schiebt voran. Aber diesen Abgang mit dieser, ich bleib bei Crème Brûlée, da ist diese Zitrusnote drin. Die Gischt, diese maritime Note. Holz, was ich aber nicht irgendwie jetzt gerade schön reden kann mit einer tollen Assoziation. Da ist eben Holz, wie man es erwartet vom Barrel, aber es ist da. Und junge Eilermolz, mal gleich bei ihm hier gucken. Ich meine, er hat ja eine andere Fasskombination. Denen fehlt das und das mag ich oft nicht. Also wenn sie zu jung sind und in zu oft befüllten Fässern lagen, die nicht mehr wirklich ein bisschen Holz abgeben konnten, das gefällt mir dann oft nicht so. Aber hier, ja, finde ich gut. So, hat sich der Tag doch schon gelohnt. Ich wollte die Serie immer schon mal probieren. Nur, ja, die üblichen Ausreden. Es gibt so viel und von dieser Serie ist auch nicht immer etwas greifbar, muss man auch sagen. Gerade in den letzten Jahren noch viel schwieriger geworden. Die beiden, die jetzt erschienen sind, ich weiß nicht, ob das exklusiv für Deutschland ist, es steht aber, meine ich, nichts drauf. Hier haben wir 4 Barrels, da haben wir 4 Hogsheads. Das ist ja nicht die Welt. Auch wenn ich nur einen halben Liter abfülle. Die mineralische Note ist weg. Ich hätte jetzt mit noch mehr Rauch gerechnet, den habe ich aber gerade noch nicht. Also ich habe den Rauch, aber nicht stärker. Und es ist der phenolische Rauch, der medizinische Rauch, wie man ihn von mir aus umschreibt. Er hat nichts Rußiges. Kein, wirklich hier absolut kein Barbecue. Also da kann ich es ja besser dem Lagerbullen andichten. Hier, wie gesagt, Sherry Hogsheads, Refill und Refill Hogsheads normal. Also sollten dem Lafroig wirklich auch eine Menge Platz lassen. Das tun sie, finde ich, auch auf jeden Fall in der unverdünnten Variante. Nichts Maritimes gerade, vielleicht weil es da sehr stark drin ist. Bisschen Vanille, die muss ich jetzt wieder nennen. An Crème Brûlée erinnert es mich aber gerade nicht. Also generell schwächer, kann aber auch, wie gesagt, vom Alkohol noch verschluckt sein. Der Lafroig-Rauch steht hier im Vordergrund. Mit ein bisschen Vanille und auch hier einer leichten Zitrusnote. Aber so einfacher aufgebaut. Nehmen wir erstmal den ersten. Er hat schon Holz. Ist aber ganz klar auf der Rauchseite. Es wird sehr süß, finde ich.
Die Vanille schiebt voran. Frucht bleibt zitrusmäßig. Brennereicharakter, sage ich mal. Hier ist keine wirkliche... Na, sei nicht so schnell, Peter. Ich habe so eine leichte Honig-Kräutersüße. Und die in Kombination mit dieser Zitrusnote... ergibt was Fruchtiges, aber ich kann es euch gerade nicht besser sagen. Nach hinten hin, es kommt ein bisschen Holz, ja, weniger wäre dann gar nichts mehr. Aber es ist definitiv was da und gar nichts mehr ist, wie gesagt, finde ich, diese ganz einfachen, günstigen Eilermalz, 40 Volumenprozente abgefüllt. Ich weiß jetzt gar nicht, was die kosten, 25 Euro, 30 Euro? Das ist wahrscheinlich keine 30 Euro, ne? Da bräuchte man jetzt eigentlich noch einen Kalila dazu. Die habe ich ja in letzter Zeit sehr, sehr viel probiert. Auch aus diesem ganz einfachen Grunde, weil, ja, Laphroaig kriegt man nicht so viel. Lagavulin kriegt man auch nicht so viel. Und dann auch immer zum halbwegs gescheiten Preis. Ja, hier bin ich ja auch wieder exorbitant teuer. Anders kann ich es nicht sagen. Eine leichte Bärenassoziation kommt jetzt hoch, aber eher so künstlich, wie bei so manchen Oberbubber von damals. Die süße Note untermalt den Rauch ganz schön. Diese leichte Vanillenote. Er ist nicht so ganz dick auftragend wie der Lagavulin, aber eine schöne Spielart eines Laphroaigs. Hinten raus kribbelt es dann ein bisschen, mit einem ganz kleinen bisschen pfeffrig. Dann ist das Holz da, was ich meinte, was schwächer ist als beim Lagavulin. Na, nee, schwächer ist... Es verhält sich anders. Ich habe jetzt wieder diese Honig-Kräuter-Rauchnote. Aber ich weiß nicht, ob ich den zu dem Preis kaufen müsste, aber das ist ein guter Laphroaig. Ich verdünne den jetzt mal ein bisschen. So. Den Lagavulin auch gleich dazu. Dann arbeiten wir die jetzt nochmal von hinten auf. Ja, die hatten ja auch schon, ich weiß gar nicht, seit wann es diese Serie gibt. Die hatten, glaube ich, schon alles von Eiler da drin. Ne? Artback hatten sie schon. Port Ellen muss ich jetzt passen. Das möchte ich jetzt hier nicht so rausposaunen. Der Rauch wird stärker. Ja. Ich plapper da ja auch immer medizinisch, phenolisch nach. Da ich es nicht besser assoziieren kann. So ein ganz kleines bisschen erinnert es mich wirklich an so einen alten Medizinschrank, wo so eine Jodpulle drin stand und ein, zwei andere Sachen. Kinderarztpraxis von vor 40 Jahren. Sowas in der Art. Aber wirklich, dass ich jetzt weiß, was phenolisch genau ist, muss ich passen. Also das sabbel ich oft nach. Medizinisch habe ich so eine leichte Assoziation, wie ich gerade erklärt habe. Aber dieser Laphroaig-Rauch unterscheidet sich eben doch sehr stark von den anderen Eilerbrennereien. Das soll nicht heißen, dass ich einen Laphroaig im Blind Tasting direkt erkennen würde. Also Rauchnote stärker. Sonst nichts Neues, nichts Ungewöhnliches da.
Aromen etwas stärker. Das Holz wird am Ende etwas stärker. Damit hat man Spaß. Also muss ich so sagen. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir kaufen würde. Dafür ist er mir irgendwie, na, wie soll man sagen? Dann, also das Gleiche, den gleichen Spaß hätte ich auch mit dem jungen Kalila, sagen wir es mal so, und den kriege ich günstiger. Jetzt kommen wir zum Lagerwullen. Mal schauen, was er so macht mit Wasser. Ich habe etwas, das erinnert mich so ein bisschen an diese, oh, wie heißt das denn? Diese Süßigkeiten-Budenform Karstadt in der Innenstadt damals. Das roch auch so ähnlich. Und hier in Kombination mit Rauch und der Zitrusnote. Sehr, sehr ansprechend. Also wenn man wirklich Eiler mag, ist das sehr gut. Eine süße Vanille untermalt das Ganze. Wirklich wieder viel maritime Noten hier, nämlich finde ich auf jeden Fall direkt wahr. Bisschen stärker finde ich vom ganzen Erscheinungsbild. Oh ja, tut an den ein bisschen Wasser. Oh, was wird der breit und macht sich voll und füllt den Mund aus. Und diese Kombination, ich wiederhole es jetzt nochmal, aber sie ist viel intensiver als eben. Mit diesem leicht Lagerfeuer oder mit diesem Lagerfeuerrauch, der leicht mineralische, quarzige Noten hat, der Zitrusnote, der Süße. Mit der Maritimnote. Und dann geht er ganz leicht am Ende, ich sage jetzt Holz, ein bisschen Holzeinschlag, geht er weg. Das ist, finde ich, ein guter. Ja, 100, ja gut, er kostet so viel wie eine 12er Fassstärke. Da muss man das jetzt selber wissen. Ob man einmal so einen wilden Mix haben will, mit irgendwie, wenn das stimmt. Das weiß ich ja gar nicht. Mit halb in Glas gelagert und den anderen Teil dann komplett 14 Jahre im Barrel. Ob man sowas haben will oder eine klassische 12-jährige Fassstärke. Aber er ist jetzt deswegen nicht teurer, weil er eine 0,5er Flasche ist, wenn ich jetzt die 12er Fassstärke vergleiche. Ihr merkt schon, also ja, gefällt mir. Die Serie, auch wenn ich jetzt nur zwei Abfüllungen hatte, aber das macht natürlich Hunger auf mehr. Ich glaube nicht, dass das meine letzte Flasche hier auf der Theke war. Ein Port Charlotte hätte ich gerne, ein Artback hätte ich gerne, ein Kilhoman. Aber ich glaube, die gibt es unabhängig abgefüllte Kilhomans? Klärt mich auf. Okay. Preis, ja, was kann ich für einen Preis sagen? Ich möchte nicht immer zu dreist sein, aber 70 Euro ist im Prinzip schon zu teuer. Jemand, der irgendwie wirklich da sich treu bleibt und aufs Geld achtet, wird auch dafür keine 70 zahlen. Aber ich bin heute so frech, sag 70 Euro hier und da, da ich gut gelaunt bin, nein, aber sage ich 50 Euro vom Verhältnis her. Also, damit ihr es vielleicht einschätzen könnt und wenn ihr einen anderen Malt im Blick habt, vielleicht auch für 50 Euro oder 60 Euro, damit ihr das so einschätzen könnt. Okay, in dem Sinne,
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.